Aber okay, wir schauen einfach mal, was hier abgeht. Ich freue mich schon auf die CCs wie Moor und Oliver und Dominix und Marsha sehen wir sehr selten gerade. Aber ich pick auch sehr wasserlastig, also vielleicht schreckt das ab, dass die keine Marsha mehr picken. Keine Ahnung. Hello there. Ja, wenn man vom Teufel spricht, kommt auch die Marsha wieder raus, ne? Ist das ein Problem, dass die Marsha jetzt kommt? Eigentlich nicht. Ich will erstmal ein bisschen Standard gehen. Ich schätze, ich werde sie und sie picken, damit mir die Juno mir nicht da auf den Keks gehen kann bei denen. Chongpong. Okay. Chongpong, Nana, Moa. Okay. Der Moa ist ein bisschen doof. Sowas würde ich picken, wenn ich Daphnis schneller haben möchte. Ja. Ich hoffe, es kommt nichts krass Wasserlastiges. Also, ich glaube, Ishir wäre sogar der smarteste Pick gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, er wäre echt der smarteste Pick gewesen. Versuchen wir mal, den Chongpong zu one-shotten, in der Hoffnung, dass ich schneller bin. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, hoffen wir mal, dass... Also, oder Carlos. Vielleicht gehen wir auch erst auf Carlos, weil sonst kriegt Carlos halt seine Züge da. Oh, er ist schneller, okay. Und Trip. Sehr wahrscheinlich. Ja. Oh. Ist ein Swiftmoor. Nani? Auf Wasser! Da fuck. Okay. Ishir wäre besser. Mit Ishir wäre schneller gewesen. Fuck, ey. Hör auf dein Bauchgefühl, Junge. Hör auf dein Bauchgefühl. Scheiße, ey. Okay. Wir bauen den da. Ich bin auch im Überlegen, den Parterre echt auf 100 Rest zu bauen. So wie in der Ahnerwelt, um den Silence zu umgehen. Von Poseidon. Ich meine, ja, er kann gestunt werden, dies, das. Das ist kackegal. Ja, das ist wirklich shitegal. Das Problem ist nur der Silence. Der Silence ist das große Problem. Ja? Das ist das Ding. Das ist ein G-Spieler, sehe ich gerade. Cool. Warum kriegen die immer die Procs? Jedes Mal! Oh. Jedes Mal. Ich kriege nichts. Oh, so lächerlich, ey. Stun. Immerhin. Was ist das? Dann. Okay. Okay. Stun. Okay. Pushback. Okay, das war gut. Okay, you're dead. Ouch. Das reicht leider ein Safe nicht. Ne, dafür crittet der jetzt. Bock, war abzusehen. Ich pick erstmal Nana. Ja, ich weiß nicht, ob ich Tessarion bannen möchte. Weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich nehme so. Und banne ich so oder so? Ja, bann den Daphnis, war abzusehen. Okay. Und warum? Warum? Was soll das? Hä? Die wollen. Leute wollen, dass ich andere Sachen spiele. Ja? Andere Sachen. Oh mein Gott, die hat 70 ACC. Und sie trifft nicht. Ich krieg's kotzen. Krieg's kotzen. Machen wir dich erstmal vom Ross, weil du nervst. Und du bist kacke. So. Machen wir hier Tech-Debuff drauf, kein Deathbreak oder kein...
Okay, macht's, okay. Okay. Alter, wie hoch, was ist mit der Marsha kaputt? Was ist mit der Marsha genau kaputt? Was ist da los? Was ist da los? Warum? Warum? Tell me that, please. Why? Why are you surviving so much? Okay. Jetzt, oh, ihr Deathbreaker. Boom! Eigentlich meine ich Qualstern, aber wir landen weder noch. Wir landen einfach weder noch, ey. Ah, oh, okay. So, jo, er geht auf Molong, okay. Hätte er damit gerechnet, dass du auf Gianna gehst, aber du weißt genau, dass du jetzt proxst, stimmt's? Oder auch nicht? Leider kein Qualstern. Ah, okay. Aber den Move habe ich nicht verstanden, muss ich sagen. Habe ich Proc. Danke. Tja, das ist so grottig, ey. Ja, Gianna, das ist so grottig, ey. Qualstern, let's go. Nice. Qualstern, let's go. Schade. Ja, oh, schade. Okay. Machen wir hier so ein bisschen Damage. Gut, das Schild ist gut. Okay. Das könnte reichen. Yep. Ist aber fein. Machen wir so. Bock. Sehr schöne Qualstern, ey. Guck mal da, so geht das, Nana. Weiß nicht, was du da machst immer für einen Hampelmänner da. Aber okay. Guck, jetzt. Du hast doch mal die Chance. Nee. Hast nicht die Chance. Willst nicht, ja. Okay. Okay, gut. Dann nicht. Hätte ja mal sein können, dass du auch mal was Richtiges machst. So, Qualstern. Wofür baue ich dich auf Qual? Wenn du nicht Qualstandst. Wir sehen die Marsha. Die Marsha. Marsha. Ich hoffe, jetzt kommt nichts krasses. Ich möchte den Monkey Bun. Ich will Abellio drin lassen. Ich möchte Marsha one-shotten, so dass er dazwischen cutten muss. Ja. Und dann... Weiß ich, weiter habe ich nicht gedacht. Mehr habe ich nicht weiter gedacht. Es ist sehr belastend. Also es wird nicht leicht. Und vor allem muss ich erstmal schneller sein. Wenn er jetzt wieder ein Swiftmore ist, dann bin ich eh langsamer. Oh, okay. Sogar sie ist schneller. Sie ist schneller als Moore. Okay. Nemesis. Ich sollte ihn vielleicht auf Nemesis bauen. Das wäre noch eine Idee. Erstmal du. Widerstand. Schön. Oh mein Gott. Egal, dann machen wir so. Hauptsache, sie ist erstmal vom Ross. So. Okay. Wer ist da nah dran? Kommt der durchs Schild? Könnte. Ich habe keinen Schaden gemacht. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Nee. Mir geht auf Daphnis weiterhin. Das war abzusehen. Jetzt kommt der Daphnis-Kill. Das war auch abzusehen. Jetzt, wenn ich das jetzt mache, kommt der Heal. Jetzt heilt der. Hoffe, kein Provo auf Molong. Gut. Reicht das? Ich denke nicht, aber ich mach's. Oh, dieser Stun. Aber sie wird ihn rausholen. Der wahrscheinlich bin provoked. Also er hat eine Runde free, bis es zu Problemen. Er macht's nicht. Okay. Er macht's nicht. Interessant. Interessant. Ich scheiß auf den Circle. Okay, jetzt macht das bei E5 Stacks. Okay. Kein Stun. Ich bin schneller. Ich muss nur genug Schaden machen. Was ich nicht mache. Wer hätte das erwartet? Aber Molong hat resisted. Das ist gut für mich. Okay. Das sollten wir gewonnen haben. Sehr wahrscheinlich. Oliver First Pick, wer hätte das erwartet, hör mal. Ich finde das gerade so lustig, weil die genau das machen, was ich spielen wollte. Genau, die ganze Zeit. Oh mein Gott, das ist so hart belastend, ey. Das ist ja so richtig belastend, ey. Also Daphnis ist RIP hier. 100 Pro. Okay, jetzt kommen die Dot, Terinos. Ja, der ist 100% dead.
Hätte hier lieber einen Deathbreak, aber der bleibt mir natürlich nicht erstattet. Das war abzusehen, dass der RIP ist. Der war durch die ganzen Base-Speed-Monster am Ende sowieso komplett fail. Komplett fehl am Platz. Aber okay. Ist noch nichts vorbei. Noch nicht, aber bald. Ja, Molong wird nämlich zu nichts mehr kommen, sehr wahrscheinlich. Dann machen wir erstmal hier einen Deathbreak jetzt. Hier wieder ein Qualstun. Schade. Bitte kein Proc. Dann ist er gleich RIP. Mit Leo. Oder ist das integrierter Proc? Ich weiß es nicht. Aber er könnte auch... Ja, so ist er nicht RIP. Nee, so nicht. Okay. Okay. Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Oh, nee. Ah, oh, nee, jetzt darfst du procken, dann ist er RIP. Wenn er prockt, ist er RIP. Please, prock. Nee. Er ist aber RIP. Er ist hundertprozentig RIP vom Dot. Wenn das nicht der Fall ist, krieg ich's Kotzen. Na, ich sag's mal so. Dann krieg ich aber das Hardcore-Kotzen. So. Glancing, aber Vioproc, das ist gut. Falls dann? Schade. Vielleicht wäre es jetzt sogar smarter, langsam mal auf Mord zu gehen. Nee. So, Qualstun. Okay. Ah, okay, ich verstehe, was du vorhast. I see. Leider nicht. Jetzt will er Damage machen, um die Juno zu killen. Was ihm auch geschieht. So, jetzt mache ich diesen hier. Okay, der Proc war nice. Das war nicht mal groß... Mit den Planungen, sage ich's mal. Yeah! Wow! What's the lot? Wow, wir sind über 1,5 und 3! Wow! Toll. Okay, cool. Ich bin eigentlich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein.